Seit 3 Jahren Stillstand. Schrauben, Schornsteine, Silos rosten leise vor sich hin. Der Industriepark Griesheim im Dornröschenschlaf. Eine Fläche so groß wie 102 Fußballfelder liegt brach. Das kann nicht sein, haben sich die Verantwortlichen der Stadt gedacht und Verhandlungen geführt. Denn die Nachfrage nach Gewerbeflächen ist riesig. Hier gibt es einfach auch Genehmigungen am Standort. Die bekommt man auf einer grünen Wiese nicht mehr. Und auch wenn wir über die Frankfurter Grenzen hinwegschauen, über neue Gewerbegebiete oder interkommunale Kooperationen sprechen, das, was wir hier in den Industriegebieten haben in Frankfurt, und da gehört eben Griesheim mit dazu, das bekommen wir so nie wieder entwickelt. Zusammen mit dem Projektentwickler BEOS will die Stadt in den kommenden Jahren den Industriestandort Griesheim Schritt für Schritt umbauen. Wir haben hier sehr alte Industriegebäude und wir schaffen hier auch vor dem Hintergrund ein nachhaltiges Gebiet, dass wir diese Gebäude erhalten und mit neuen Gebäuden verbinden. Diese Symbiose ist spannend an sich. Wir schaffen Aufenthaltsqualitäten für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und öffnen dieses Areal auch für den Stadtteil. Und dieser Stadtteil hat eine lange Tradition. Begonnen hatte alles mit der chemischen Fabrik Griesheim Elektron, 1898 gegründet. In der Elektrochemie wurden damals neue Herstellverfahren entwickelt, neue Werkstoffe und Polymere, PVC zum Beispiel. Über die Jahre prägte das Werk Griesheim. Auf dem Werksgelände türmte sich eine Industrieaufschüttung auf, die unter dem Namen Griesheimer Alpen zum Wahrzeichen des Stadtteils werden sollte. Für die Anwohner war der Industriepark nicht immer ein angenehmer Nachbar. In den 1990ern gab es gleich 2 schwere Zwischenfälle. Kinder sollten nicht im Freien spielen. Einer davon ist bekannt als Rosenmontagsstörfall aus dem Jahr 1993. Fast 10 Tonnen eines Chemikaliengemischs traten aus. Nur 3 Jahre später, 1996, ereignete sich der nächste Störfall. Ein noch unter Druck stehender Trockner war zu Reinigungszwecken geöffnet worden. Bei der Verpuffung traten 1000 Kilo Pflanzenschutzmittel aus. Sowas soll in Zukunft nie wieder passieren. Der neue Gewerbepark hat kleine und mittelständische Unternehmen im Visier. Es soll eine Mischung aus Arbeiten und Wohlfühlen werden. Projektentwickler BEOS hat Erfahrung mit der Umwandlung von Industriegebieten. Ich kann ins Büro gehen, ich gehe vielleicht abends ins Theater, vielleicht habe ich einen kleinen Club, der hier irgendwie auch ansässig ist. Ich habe mit Sicherheit sportliche Einrichtungen, die ich nutzen kann. Boulderhallen, Sie sagen es gerade, eine Kletterhalle, Ähnliches kann man sich auch sehr gut vorstellen. In den kommenden Wochen fällt der Startschuss für das Großprojekt. Der Rahmenplan soll im Herbst fertig sein. Dann rollen die Bagger und das riesige Areal wird Stück für Stück wieder zum Leben erweckt.